Ich möchte euch im Skiregion Simulator 2012 willkommen heißen. Hier ist der Fabi von Mr. Veschi Let's Play und dabei ist der Uwe. Du, hallo. Wir machen nämlich das mal als Multiplayer, haben wir uns gedacht. Das Spiel ist jetzt zwar schon was älter, aber ich meine, es passt noch gut zur Jahreszeit gerade. Ist auf alle Fälle, ja. Und ich fand's eigentlich ein schönes Spiel und das wollte ich euch auch mal zeigen. Wir haben jetzt hier mal einen neuen Spielstand angefangen. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen hier drauf spielen und eventuell machen wir dann nochmal so ein paar Folgen aus einem Spielstand, wo ich schon mal ein bisschen weiter bin. Na, weil mal so einen Anfang zeigen, wie es hier losgeht im Spiel. Ganz genau. Vielleicht interessiert sich noch jemand dafür und kauft sich das Teil nochmal. Genau, wen es interessiert. Ich finde es voll toll, genau. Ich finde es toll. Das Spiel gibt's auf Steam inzwischen für irgendwas um die 2-3 Euro. Und ich denke, dafür für zwischendurch ist es recht gut geeignet. Wir stehen jetzt hier vor einem Skilift. Da steht ein Schild vor Sale. Genau, der ist zu verkaufen. Genau. Und ihr seht bei mir, wir haben knapp 300.000 Euro noch auf dem Konto. Und dieser Lift kostet 160.000. Schafft 100 Gäste pro Stunde und ja, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir den noch hätten. Einkaufen würden, genau. Der eigene nennen können. Deswegen kaufen wir uns den. Jetzt ist schon mal ein bisschen Geld futschi hier. Wie viel haben wir jetzt noch? 139.900. Ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, es fällt schon ein bisschen auf. Das Spiel ist auch von Giant Software, also die Herausgeber des Landwirtschaftssimulators. Man merkt es, glaube ich, so an allem hier. Auch die Abläufe so sind so ähnlich wie bei, ja, dass sich was kauft oder so, ne? Das ist alles sehr ähnlich. Also auch wie wir es aus dem LS13 kannten, haben wir hier unser PDA, wo wir unsere Karte sehen, wo wir gerade sind. Genau. Und ja, fast wie im LS13 halt noch. Jetzt müssten wir aber erstmal, weil unsere ganzen Pisten sind alle nicht präpariert. Ich denke, die Piste 5, Moment, gehört, sonst gehört jetzt hier die Piste 8 hier unten links und die Piste 5. Dadurch, dass wir den zweiten Lift noch gekauft haben, die zweite Station, weil am Anfang gehört einem nur hier die Piste 8 und man sieht diese zwei Balken hier in der Piste. Der obere bedeutet, wie viel Schnee noch auf der Piste ist und der untere, wie gut sie präpariert ist. Und da sieht man eben, dass unsere Piste gar nicht präpariert ist. Das kann man auch hier an den Toren nochmal sehen, wie eben der Zustand der Piste ist. Und wir sehen hier, das ganz schön dicker Schnee. Man sieht es hier, der Uwe steht bis zum Knöchel im Schnee. Ehrlich? Ja, du auch fast, ja. Das sollten wir also was machen. Und das Spiel geht dann noch ein ganzes Stück weiter, weil ich denke, das zeigen wir euch dann in einer anderen Folge, wenn wir da schon weiter sind. Weil hier zum Beispiel, das hier ist ein Hotel, wo dieses grüne Symbol davor ist, das man kaufen kann. Und dann können da Leute wohnen und da gibt es halt noch jede Menge andere Sachen. Man halt tüchtig Geld verdienen. Man dann Fahrzeuge stecken kann oder. Genau, ne? Fahrzeuge, weil du es gerade sagst. Ach hier, ja. Hier sitze ich im Pistenbully. Warte mal, ich gehe mal raus, damit sich der Uwe auch hertappen kann. Und es geht halt in erster Linie hier drum, es gibt die passenden Fahrzeuge, um hier die Pisten, in Schuss zu halten. Und ja, darum geht es in erster Linie, weil wenn die Pisten schlecht sind, geht auch die Einnahme vom Skigebiet ziemlich weit nach unten. Und dann werden wir jetzt hier mal anfangen mit unserer Piste 8. Die zu bearbeiten. Dafür müssen wir hinten dieses Teil senken. Das Schild vorne brauchen wir eigentlich nicht. Und dann können wir hier einfach loslegen. Und es ist ziemlich grell hier. Dann müssen wir halt hier. Ja, ich weiß. Wir machen es ja gerade. Das war jetzt gerade so eine Anzeige, dass wir unsere Pisten präparieren sollen, weil sie in keinem guten Zustand sind. Da kann man also auch einen Helfer beauftragen, der das für einen macht, wenn man keinen Bock hat, das hier selbst zu machen.
Das wusste ich zum Beispiel schon wieder nicht mehr, siehst du? Hm. Der Uwe spielt jetzt noch nicht so lange hier das Spiel. Der ist mehr oder weniger durch mich draufgekommen. Ich hab's schon etwas länger, aber ich hab's auch nicht so lange gespielt. Aber wenn du etwa von oben wieder runterkommst, müsstest du mal deine Dachesgrade erhöhen von 14 auf 24. Okay. Das ist auch noch so ein Punkt. Moment, das kann ich euch eigentlich auch hier oben zeigen. Da uns diese Station ja auch gehört. Das ist dann hier die Bergstation sozusagen von dem Lift. Da kann man hier auch runtergucken. Dann sehen wir da unten, sehen wir den Uwe. Der steht da irgendwo, da unten läuft da rum. Und hier ist das Management-Symbol vom Lift. Da sehen wir hier. Ja, die Station Westmatte. Schafft 80 Gäste pro Stunde. Es ist noch kein Betrieb, weil der Betrieb beginnt erst um 7 Uhr. Und dann sehen wir hier, die Tageskarte kostet 14 Euro. Und Empfehlung ist 24 Euro. Und dann kann man hier einfach hingehen und kann den Preis erhöhen. Man kann auch höher gehen, logischerweise. Aber es empfiehlt sich eigentlich immer, die Empfehlung zu nehmen. Weil sonst fallen einem nicht die ganzen Gäste weg. Sehen wir hier schon, jetzt wird hier langsam der Balken füllt sich. Dadurch, dass wir hier die Piste bearbeiten. Hätte ich gerade einen Auftrag gehabt, Seil irgendwo hinzufahren, aber ich habe leider kein Fahrzeug, schade. Könnte man aber machen. Müsste ich halt was kaufen. Es wäre vielleicht auch interessant, mal gucken. Gehen wir mal in den Shop. Nee, der Pistenbully ist leider zu teuer. Sonst hätte ich gesagt, ich kaufe dir einen zweiten Pistenbully. Nee, da müssen wir schwingend arbeiten, dass wir zu Geld kommen. Obwohl. Warte mal. Ach, das geht hier nicht. Scheiße. Man kann hier nämlich auch genauso wie im Landwirtschaftssimulator einen Kredit aufnehmen. Bis zu 200.000 Euro. Da hätte der Uwe nämlich schon mal die andere Piste machen können. Aber dafür müsste ich zu einem Geldautomaten. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal, oder? Sag mal, aus welchem Grund fährt die Dings hier noch nicht? Die Seilbahn, meine ich? Habe ich gerade gesagt, der Betrieb beginnt um 7 Uhr. Ach gut, ich habe noch nicht auf die Uhr geschaut. Entschuldigung. Ja, natürlich. Fahren wir schnell rüber, weil an der anderen Station, die wir gekauft haben, ist ein Geldautomat. Ach genau, ja, stimmt. Und da könnte ich den Kredit aufnehmen und könnte für dich so einen zweiten kleinen Pistenbully kaufen. Genau, da mache ich die 8 weiter dran, ne? Ist da dann 8, könntest du die 8 machen. Und ich könnte dann halt die 5 machen oder so. Weil der Bulli steht aber dann hier erstmal, ne? Der steht beim Händler. Ach, der ist von einem Ort, ja. Oder wir machen so, du schnappst dir meinen und ich hol den beim Händler ab. Du drinne? Ich stehe jetzt an der anderen Seilbahnstation. So, hier kann man auch die Seilbahn fahren. Das könnte man dann vielleicht auch mal noch zeigen, vielleicht später dann. Und hier ist der Geldautomat. Was ist denn das hier? Warum haben wir irgendwie 7 Millionen? Da passt doch irgendwas nicht. Wieso haben wir... Hä? Was ist denn jetzt gerade passiert? Was denn? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich habe auf einmal 7,1 Millionen Euro auf dem Konto. Was? Und ich weiß... Ist doch noch kein Verkehr, hey. Und ich weiß nicht, warum. Da werde ich mir hinterher nochmal das Video anschauen müssen, was da in dem Moment passiert ist. Aber es ist natürlich praktisch. Denn dann haben wir jetzt jede Menge Kohle. Dann, wo kommt denn das her, ey? Dann knausern wir jetzt hier mal nicht rum, sondern hauen wir richtig auf die Kacke. Ja, dann fahr ich schon mal vor auf die 8, ne? Mach. Ja, ich denke, das reicht fürs Allererste. Es gibt auch Mods für das Spiel, wie ihr seht.
Habe ich so ein paar. Und wir haben jetzt immer richtig auf die Kacke gehauen. Seht ihr hier, das ist der größte Pistenbully, den es gibt im Spiel. Ich weiß aber echt nicht, wo jetzt hier das Geld herkam. Also Leute, ich habe nicht gecheatet oder so. Ich habe kein Geld-Cheat hier drin. Bei mir steht's null. Ja, der, weil ich hier der Game-Admin bin. Deswegen. Also irgendwie muss das jetzt ein Bug vielleicht im Multiplayer gewesen sein, dass da irgendwas schief ging. Weil im Singleplayer ist mir das noch nie passiert. Schild, Laterne. Ups, das Ding ist ziemlich breit. Hast du jetzt die 8 gemeint oder die 5? Du solltest auf der 8 weitermachen. Okay, dann mache ich erst auf. Ich bin jetzt vor zur 5 dran, ich Idiot. Soll ich ja. An der 5 standest du ja schon. Ja, eben, ich bin dumm und. Naja, okay. Passiert. Ja, das ist jetzt natürlich witzig hier. Menschlich. Das ist natürlich echt witzig. Ja, da kaufen wir gleich ein Hotel, dass wir ein bisschen Einnahmen haben noch. Könnten wir das ja auch zeigen, ja? Vor allem hier diese ganzen Symbole, die hier noch rumkreisen. Ja, ja. Die sind nämlich auch alle für so Stationerweiterungen. Aber das zeige ich euch dann gleich. Jetzt machen wir hier erstmal die Piste, weil in 3 Minuten beginnt der Skibetrieb. Der Uwe. So, ich brauche jetzt die Frau, ne? Hey. Jetzt bist du auf der 5. Wollte ich doch, ne? Du sollst auf die 8. Also jetzt fahr jetzt mit deine. Ich hab gefragt, wie die 8 machen soll, sagst du, nee, mach die 5. Moment, da muss ich mir dann auch das Video nochmal angucken. Was war das für ein Bug gerade eben? Plötzlich 7 Millionen auf dem Konto. Das kopiere ich gerne. Das Stadtgeld ist es aber nicht, weil das Stadtgeld ist wie bei LS13, ne? Ne, 300.000 Euro hast du hier. Ach, da hier hast du 300.000, okay. Moment, wo ist die 8? 5 hast du. Und der schleudert hier ganz schön rum. Ja, okay. Dazu. Geht gleich los. Ihr seht es, also mit diesem großen Bulli auf dieser kleinen Piste, da tut man sich ganz schön schwer. Der bleibt an allen Ecken und Enden hängen. Das, wo die 8 ist. Ist auch hier eine blaue Piste, also eine Anfängerpiste sozusagen. Die 11, das haben wir, wo ich sind da die 8, bin ich doch. Und irgendwie ist der Schnee ganz schön überstrahlt, glaube ich. Muss ich dann auch nochmal gucken, wie das so im Video aussieht. Auf jeden Fall bin ich mit der 5 gleich fertig. Ich bin am überlegen, nachdem wir jetzt so viel Kohle haben, dass ich auch gleich vielleicht noch eine Liftstation kaufe. Jetzt beginnt der Betrieb, da kommen jetzt auch schon die ersten Skifahrer. Wumm, der fährt mir gleich mal durch den Bulli durch. Alles lebensmüde hier. Uwe, brauchst du Hilfe auf der 8? Ja, ich such die 8 noch, tut mir leid. Ich hab fährst du denn rum? Du bist vollkommen falsch. Bist du mich? Ja, du bist ganz weit weg. Aber die BDA auch noch da, ne? Du bist ganz weit weg, also ich mach die jetzt, Uwe, weil der Skibetrieb läuft schon. Ich hab's gesehen. Ja, die 6 verflucht nochmal. Voll verkehrt hier irgendwie. Das ist nicht logisch aufgebaut von den Nummern. Auf unserer Piste 8 fährt überhaupt keiner.
total desorientiert, furchtbar. Auf der Piste 8 fährt keiner. Vielleicht, weil sie so schlecht präpariert ist. Die fahren aber normal immer auf, habe ich gemerkt, auf Pisten, die nicht präpariert sind. Da fährt der Lift, da fährt einer nach oben und auch einer wieder nach unten. Wie doof ist der denn? Hat Skia dran und fährt mit dem Lift nach unten? Oh, da kommt einer. Erstmal hupen. Der hat nämlich so verdächtig auf mich zugehalten, der Skifahrer. Gut, normalerweise macht man das halt auch bevor der Betrieb beginnt. Aber, ja, ihr habt es gesehen, wir sind um 6.40 Uhr gestartet. Da bis 7 Uhr die Pisten fertig zu haben, ist schon knackig. Das soll jetzt auch mal nur so eine kurze Zwischendurch-Serie sein. Also, das wird jetzt hier kein endlos Let's Play. Wie lässt man hinten die Dingsrunde? Drauf wechseln und ablassen über V, wie im Landwirtschaftssimulator. So, wir müssen es. Ich würde es gern ordentlich machen, deswegen hier jetzt nochmal dieses Nachkorrigieren. Und hier sind schon leichte Schneelöcher. Da hier in der 5 sind auch so schwarze Löcher, ne? Aber es dauert noch ein bisschen, glaube ich, bis schneit, ne? Was sagt denn der Wetterbericht? Am Mittwoch erst. Nee, Mittwoch auch nicht. Ach nee, wollte ich. Erst am Sonntag. Ach du Schande. Gibt's Schnee. Das heißt, in 7 Tagen. Brauchen wir Schneekanonen, hä? Theoretisch könnten wir es uns hier sogar jetzt leisten durch den Bug. Sonst waren mir die bislang immer zu teuer. Bumm, du bist tot. Du bist nämlich voll in mein Schild vorne reingefahren. Ich kaufe jetzt erstmal noch die eine Liftstation. Damit uns die Piste 4 noch gehört. Da ist doch der Uwe schon. Auf der 4, ja. Weil ich hab die Acht nicht gefunden, ich bin ehrlich. Ich komm grad von der 8. Ach, die ist da drüben. Hast du jetzt die Liftstation schon gekauft? Nee. Nee. Weil man dafür zur Station hinfahren muss. Ja, ja, stimmt, stimmt. Deswegen. Also die fahren mehr Kreuz ein, ne? Die fahren dich einfach mal Haufen, das ist denen egal. Ich würde erst sagen, im Gegenteil, wir fahren die über den Haufen. Aber das ist ihr Problem. Kommst du hinter mir her, ja? Ich mache eine Spur. Überhaupt sehr breit hier die das ist eine sehr breite Piste, ja. Ach, die geht da links hoch. Und auch eine relativ lange Piste. Rein theoretisch hätte ich dir auch noch mal so einen großen Pistenbully kaufen können. Wir haben Geld bis zum Abwinken. Können wir ja machen, wenn ich unten bin. Jetzt nicht, jetzt machen wir erst die Piste. Wie schnell fährt denn deiner hier den Berg hoch? 19. Okay, da merkt man den Unterschied dann. Ja. Meiner ja. Fährt 22, 23. Ja. Deswegen kommst du mir auch nicht hinterher. Aber wenn es dann am Sonntag schneit, dann müssen wir ja auch was für ein Heyschieben und für ein Streuen haben, ne? Mhm. Das gehört nämlich auch dazu hier im Spiel. Genau. Dass man die Straßen unten im Ort frei hält. Es kommen keine Skifahrer und dann ist die ganze Pistenpräparation nichts, wenn die Skifahrer ausbleiben. Ne? Hier oben wird die Piste dann etwas schmäler. Freunde Liebe, das wird ganz schön auf, du. So, jetzt sind wir aber auch schon fast oben. Das ist hier das letzte Tor.
Jetzt hat er mich aber auch gerade gesehen, der hier. Und hat noch einen Abdreher gemacht. Cool. Dann ist der Uwe im zweiten Bulli. Ich kaufe dann erstmal die Liftstation, wenn ich oben bin. So. Mal gucken, wo hier der Kauftrigger ist. Ich glaube, das Grüne da vorne muss das sein. Oh, jetzt ruckelt es hier ein bisschen. Fällt gar nichts bei mir. Einwandfrei. Hier leckt es gerade ein wenig. Die halten nicht an, die Skifahrer. Ja, ehrlich? Die strömen hier in den Lift rein. So, was kostet denn die? 350.000 Euro. Gebombt. Nach dem schönen Bug können wir uns das ja leisten, ne? Wird mich echt interessieren, wie dieses zustande kam jetzt. Das würde mich echt interessieren. Seltsam. Aber wahrscheinlich, das war genau in dem Moment, als ich den Geldautomaten geöffnet habe. Geil. Wahrscheinlich war da durch den Multiplayer irgendein Bug drin. So, ich fahre dir mal hinterher. Was Besseres konnte doch eigentlich nicht passieren. Verfolgt den Uwe. Ja. Hast du hier oben nicht eigentlich viel mehr zu tun, die Seite? Unten wird es jetzt wieder breiter, ja. Ich heft mich trotzdem hinten an dich dran. Hör dich, du bist schneller. Das ist halt das Geile an einem Multiplayer hier in so einem Spiel. Gott, ich bin arg viel schneller als du. Was? Ich mach Blatt. Nee, Sketcher. Da fahr ich jetzt außen hier und dann geht's. Fahr die Mitte, genau. Boah, der ist voll in mir reingeknallt. Du, wenn ich unten bin, kannst du ihn ja austauschen, ne? Wenn du willst. Dann tauschen wir den noch aus, dann haben wir beide einen ordentlichen Bulli. Und dann werden wir mal gucken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge uns dann mal ein bisschen um die Erweiterungen kümmern, die es hier gibt. Ja. Weil bislang haben wir ja nur die blanken Liftstationen gekauft. Kleinen Kiosk und vielleicht ein Model. Genau, wir können es uns ja wirklich leisten in diesem Fall mal. Ja, wenn das müsste mir mal passieren, wenn ich am Geldautomat hingehe. Das wäre die Idee, oder? So im Real Life, ja. Man geht an den Geldautomat, ruft den Kontostand auf und plötzlich steht da 7 Millionen. Oh ja, das wär's doch, hä? Das wär nicht schlecht, ja. Mit einer würde ich mich auch zufrieden geben, ganz ehrlich. Eine 7 sein. Aber wir haben erst die Hälfte, ne? Nee, wir sind schon weiter. 2/3 haben wir mindestens. Ah ja, aber hier ist eine ganz schön breite Piste drin. Also laut der Anzeige auf dem Tor haben wir es so zu, ja, weitestgehend schon bearbeitet. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Boom. Der ist dir voll hinten reingefahren. Ich hab's gesehen. Und der ist mir reingefahren. Da fahr du schon mal runter zum Händler. Bin dabei. Den Rand hier noch ein wenig mitmachen. Ich denke mal, die Zeit wird auch ganz soweit sein, ne? Ja, ein bisschen machen wir noch. Nachdem das jetzt eine Kurzserie ist, jo, machen wir die Folge dafür so einen Moment länger. Der eine hat gerade noch die Kurve gekriegt hier. Also ein bisschen richten sie sich danach, dass sie nicht in einen reinfahren. Wenn man selber seine Linie hält, dann weichen sie aus. Aber wenn man natürlich kreuz und quer fährt, ja, das kannst du nicht im Grunde. Dann weichen sie nicht aus. Ja, der macht auch gerade noch seinen Schwung. Aufmachen, wo ist da der Händler? Unten im Dorf.
einfach an der Hauptstraße entlangfahren, bis du so einen großen Platz siehst. Oh Gott, die Skifahrer sind so kaputt hier. Ich hab doch schon extra die Rundumleuchten an. Das interessiert die gar nicht. Ach, das Einkaufssymbol ist der Landhändler, ne? Einkaufssymbol? Ja. Der Einkaufskorb, ja? Ja, ja. Und da müsste auch ein Verkaufstrigger sein. An der Stelle. Oder glaube ich. Oder nee, warte mal, in dem Spiel gibt es den glaube ich nicht. Wie im LS. Dann muss ich ihn doch so verkaufen. Ich denke, ich bin hier soweit fertig. Ich fahre nochmal nach oben. Ob wir da auch alles gemacht hatten. Hier gibt es keinen Verkaufstrigger, ne? Nee, ich glaube, den gab es dann erst ab dem LS13. Diesen Verkaufstrigger. Und dieses Spiel kam ja vor dem LS13 raus. Richtig. Deswegen ist es ja der Schießregion-Simulator 2012. Der kam, glaube ich, Anfang 2012 raus. Ja, nee, hier ist noch eine Eckle, das wir noch machen müssen. So, ich bin unten, ich steige aus. Moment, ich kümmere mich gleich ums Kaufen. Ja, mach mal langsam. Ich meine, jetzt sind die Pisten dann eh erstmal präpariert. Warum bei dem Mensch was Eingang finden würde, wenn ich immer daneben laufen würde. Ach, das ist ja süß hier, ein kleiner. Das ist ja geil. Das ist so eine Skikanone, so eine Schneekanone. Und unten drunter ein Kettenfahrzeug, das ist ja toll, hey. Gut. So. Was könnten wir euch denn jetzt noch zeigen? Hab kein. Oder? Ach doch, das steht da. Okay. Wenn wir hier schon mal so viel Geld haben in dem Spielstand. Dank Buck. Hm. Da war die Ketten ganz schön breit. Leck mich fertig, du. Gut. Also anhängen ist wie beim LS13 über Q. Das ist auch eine tolle Sache. Sehr einfach. Ich habe noch einen Mod runtergeladen, damit die Geräte auch angekuppelt bleiben, weil normalerweise, wenn man hier speichert und rausgeht, sind alle Geräte wieder abgekuppelt. Richtig, ja. Den habe ich auch drin. Und da habe ich einen Mod, dass da automatisch alles wieder angekuppelt wird. Den habe ich von dir. Mhm. Gibt's auch beim Mod-Hoster, gibt's die Mods zu dem Spiel. Ich bin jetzt hier nochmal am gucken. Ja, das habe ich nämlich schon beinahe gedacht. Wir bräuchten einen Werkzeuganhänger und einen... Sanitäranhänger, oder? Was? Für die Rollis. Für die Skidinger da, für die... Oh, der darf einen Namen. Ach, und da ist das Salzlager. Die Motorschlitten, ja. Ja, genau. Da ist genau, die habe ich nämlich auch mal noch gekauft, hier. Motorschlitten. Ist oben oder unten auf dem Parkplatz? Ich bin unten beim Händler. Oh ja. Mit dem Motorschlitten. Jung. Weil hier gibt es auch Missionen, die man erledigen kann. Die habe ich aber deaktiviert. Da gibt es halt so Missionen, transportiere irgendwas dorthin. Oder, Ich hatte vorhin vergessen auszumachen, meine. Bei mir kam schon, schaffen Sie ein Stahlseil hoch. Oder halt, die andere Art von Mission ist noch Rettungsmission. Also da heißt es dann, ein Skifahrer ist auf Piste XY verunglückt. Bring ihn bitte zum Hubschrauberlandeplatz, damit er abtransportiert werden kann. Genau. Und dann muss man da eben hier mit dem Motorschlitten dorthin und dann gibt es die entsprechenden Anhänger dazu. Wo man eben... Ja, die mit transportieren kann eben. So. Und jetzt zum Abschluss der Folge zeige ich euch noch, wie man die Seilbahn fährt. Die ist gerade gar nicht da. Da oben kommt sie.
Hier ist dann das Symbol, wo man sie fahren kann. Ich finde auch, das ist eine richtig schön gemachte Landschaft. Ne? Haben sie sich schon... Ich hab den anderen Motorschlitten geholt, ne? Hm. So, jetzt sind wir hier in der Gondel. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die mit möglichst wenig Schwanken nach oben fahren zur Bergstation. Ah, ich hab schon gepfuscht. Ihr habt's kurz aufblinken sehen. Die Warnung, da gibt's schon mal Geldabzüge. War ich wieder etwas zu stürmisch im Beschleunigen. Dann gönnen wir uns hier noch den Ausblick über das Tor, über das Dorf, ja. Genau. So zum Abschluss der ersten Folge. Für die wunderschöne gemachte Landschaft kann man nichts sagen. Ist schon klasse gemacht, ne? Hinten ist eine Eisenbahnbrücke. Hier ist eine kleine Hütte im Wald. Da kommt uns die andere Gondel entgegen. Haben wir, wenn ich und Geld, da oben sind auch noch Pisten. Geld, ja? Macht, das kommt doch bei uns aufs Konto, ne? Ja. Weil ich auch gerade Seilbahn hochfahre. Aber ich habe Glück gehabt, ich habe angefahren schön mit Gemütlichkeit. Jetzt wird's aber interessanter. Das Bremsen ist nämlich fast interessanter als das Anfahren. So ist es. Und wir sind nämlich gleich da. Also über W und S beschleunigt und bremst man eben die Gondel. Und so, ich gehe jetzt mal hier langsam vom Gas. Damit wir hier schön geschmeidig in die Station reinfahren. Ich kann da nochmal sagen, was du gekriegt hast. Ihr seht's, das pendelt ganz schön. So, 49 Euro Abzug, 3136 Euro habe ich gekriegt. Jetzt warten wir noch auf den Uwe, dass der kommt. Da ist er. Und was hast du gekriegt? War eine perfekte Fahrt. Sie erhalten 3186. Gibt es da nicht noch einen Bonus für die perfekte Fahrt? Gibt es da nicht noch irgendwie 1000 Euro Bonus? Naja, ist ja egal. Also, ich hoffe, euch hat diese eine Folge Skiregion Simulator gefallen. In der nächsten gucken wir uns dann mal ein bisschen hier die Erweiterungen an, die es gibt. Und bringen das ein bisschen hier auf Vordermann, unser Skigebiet. Also Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich sag ciao, bis zur nächsten Folge. So, tschüss.